sieht man das normal, wenn man vergleicht ihn. Alter, krass. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. So guys, welcome to a new video. I'm here with my bro Dominic. Hey there. And we are in a restaurant called Babylon Grill in Gütersloh. And we want to try today a food challenge, a man versus food challenge. And we have to eat over 2 kilograms of meat, over 1 kilogram of rice, over 500 grams of fries, and over 500 grams of a salad. And I hope we can do it. We have only 25 minutes for all of these. It's not too much, I think, but the time is the problem, I think. It will be the only the problem. The challenge, yes. Yes, the time will be a challenge. But when we finish it, in 25 minutes, we get all three and a gift card with 50 euros, I guess. Yes, 50 euros for everybody, each of. But when we don't finish it in 25 minutes, we have to pay 40 euros. Me 40 euros and he too. That's a lot. And I'm a student and I don't have the money for this, so we have to finish it. But we're not here for paying them. Yes, and we will see. We wait now for the food and we see us in a few minutes, I think. So Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es eine richtig geile Challenge. Also ich und mein Kollege Dominik, wir sind in Gütersloh im Babylon Grill und werden dort eine Challenge versuchen. Und zwar heißt es, dass wir knapp ein bisschen mehr als 2 Kilo Fleisch wird da sein, mit Beilage und Salat aufessen müssen. Eigentlich ist es gar nicht so viel für uns, muss ich sagen. Das ist eine Partner-Challenge, aber wir müssen es in 25 Minuten schaffen. Und das ist das Schwere. Also wir haben zwar echt Hunger mitgebracht, und wenn wir es nicht schaffen sollten, pro Kopf 40 Euro. Wenn wir es schaffen sollten, alles frei Haus plus 50 Euro Gutschein für jeden nochmal, um hier hinzukommen nochmal und um zu essen. Also gerade deshalb müssen wir das nochmal schaffen. Ich hoffe, das war den Weg wert. Ja, weil das war eine Heidenstrecke. Das sind 70 Kilometer ungefähr von Osnabrück. 70, oder 60? Ja, 70. 70, ja. 80 Minuten Fahrt oder so. Auf jeden Fall wird das Essen gerade gemacht. Und ja, bleibt gespannt. Also ich denke, ich hoffe, wir schaffen das. Ich bin armer Azubi, ich habe keinen Bock, Geld auszugeben und ja, wir werden sehen. Wir sind immer hungrig. Ja. Leute, falls euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall nicht vergessen zu abonnieren und kommentieren. Daumen hoch, mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, warten wir jetzt mal auf das Essen und ich bin schon sehr, sehr gespannt. So guys, this is all the food, what we have here in front of us. A lot of meat, a lot of fries. Holy and a lot of vegetables. And only 25 minutes for all of these. So Leute, also hier haben wir die ganze Platte. Zieht's euch rein. Das ist so viel. Also ich hab, das sah echt klein aus auf dem Bild. Alleine die Platte plus das ganze Gemüse in 25 Minuten. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, ja, wisst ihr Bescheid. Also hier sieht man das normal, wenn man vergleicht ihn. Alter, krass. Sehr viel Reis, Scheiße. Sehr viel Pommes, das ist alles da drunter nochmal. Boah, ich bin echt gespannt, wie das ausgehen wird. Ich wünsche uns Glück. Eine Grillplatte für 5 Personen. So, ich mache gleich einen Timer an. Ja. Ich gebe euch das Handy hier neben. Ja. Habt ihr das auch so ein bisschen im Blick? Ja. Und dann würde ich sagen: 3, 2, 1. Jetzt und kann los. Losgehen. Viel Glück. Bravo. Das ist ein Salat da drin. Leckere Pommes. Also auf jeden Fall schon mal schöne Grüße nochmal an Babylon Grill. War eine richtig coole Challenge, muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja Leute, es war echt sehr viel mehr als wir anfangs dachten. Also es war einfach mal über 2 Kilo Fleisch, über 1 Kilo Reis, über 500 Gramm Pommes und über 500 Gramm nochmal an Salat alleine. Das war einfach nur krank. Manfred, komm, wer sieht so aus? Hm? Nein, ich kann nicht.
Boah, noch mal. Also am Anfang, wie man sieht, sind wir auch echt gut dabei. Also ich verschlinge die Pommes und Dominik den Salat echt sehr gut weg. Der Salat war einfach für Dominik anfangs nur zu schwer, weil er einfach, ja, nicht zu gut zu kommen war. Pommes weg. Okay, das ist schon mal gut. Und Leute, wenn euch das Video bis jetzt schon mal gefallen hat, auf jeden Fall abonnieren und einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Also der Salat ist geil. Ein bisschen fruchtig, ein bisschen zu saftig. Alles lecker. Das definitiv. Super lecker. Auch Bibel? Nee. Hier schreibt einer, das ist ja ein toller Freund, der mit dem roten T-Shirt, der isst nur Salat und genießt sein Wasser dabei. Hallo, ich habe auch Fleisch gegessen. Ali Ismail, kennt ihr dich? Mhm. Ja, der schreibt, haha, Onkel, was geht bei dir? Grüß mal mein Onkel Alan von dir. Salam alaikum, Abi. Hör doch was. Danke auf jeden Fall für alle, die uns live verfolgt haben. Echt, war richtig cool. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich probiere. Boah, verschluckt. Du wolltest mehr trainieren, Alter. Hier, der hier hat richtig gut gegessen, Alter. So fühle ich mich noch. Ja. Wie im 9. Monat. Sorry Leute, aber das wird nichts. Das dauert einfach zu lange. Egal wie lecker das auch ist, das bringt nichts. Das dauert einfach leider zu lange. Ich hätte so gerne geschafft, aber mein Kiefer fühlt sich an, als würde ich ein Jahr lang schon am Essen sein. Ich schwör's dir. Die können keine Kaugummis mehr essen, glaube ich. Und gerade jetzt brauche ich die. Du hast aber sehr gut gegessen, Alter, ne? Ja, das ist ein YouTuber. Alan in Fit heißt er bei YouTube. Abonnieren bitte. Abonnieren. Alan in Fit. Morgen kommt Video. Morgen kommt das Video. Fertig? Ja, kein Abflug. Scheiße. Schade, auf jeden Fall tapfer gewesen, Jungs. Was? Das regt mich auf, ja. Das regt mich richtig auf. Hast du das noch dazu? Ja, klar. 5 Minuten, ja, bin länger und ich hätte es geschafft. Mann! Schade. Leider. Ja. Egal, aber es war lecker. Es war mehr als nur lecker. Das ist die Hauptsache, super. Geile Challenge, definitiv. Die war es wert. Super. So. Dankeschön. Habt ihr trotzdem gut gemacht, Jungs, sagt Annette. Nächstes Mal wieder. Super. Peace, Leute. Der ist noch weiter, also ist ja noch nicht satt. We failed. A big L. Really a big L. But the time was not enough.
we can eat, but it was not enough. We eat really everything. Only a few pieces of meat, a little bit of rice, and that was all. We finished everything. The whole salad, everything really, but 5 more minutes, really, only 5 more or 3 more minutes and we will complete everything. Oh man, that sucks. I eat that, but yeah, we have to pay now 40 euros, both of us. Oh man. But I hope the video was good. If you liked the video, please thumbs up. Subscribe my channel as well, abonniert mich Leute. Und dann würde ich sagen, wenn das Video gut ankommt, wird auf jeden Fall wieder sowas gedreht. Der Salat hat, glaube ich, Dominik einfach am Ende zu viel Zeit gekostet, am Anfang zu viel Zeit gekostet. Dieser kleine Teller hier, Salat, das war übertrieben viel. Ja, klein. Das war einfach klein. Fast ein Kilo nur an Gemüse. Ich habe diesen schönen Löffel dafür nehmen müssen. Es ist trotzdem nicht machbar gewesen. Es ist einfach zu viel Salat, zu viel Kauerei. Guys, abonniert meinen Kanal, subscribe my channel. We are out, we are done, and we are finished. Thumbs up and Babylon Grill, super geiles Restaurant, muss ich sagen. Für alle, die in Gütersloh oder in der Umgebung wohnen, kommt vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Ihr müsst nicht die Challenge machen. Könnt ihr gerne versuchen, aber alles andere auch. Wirklich ganz geschmack vom Teller. War geil. Also wirklich jedes Fleischstück hat geil geschmeckt. Es war einfach nur zu zäh. Wir haben einfach zu lange gebraucht. Und dann noch diese Fettigkeit von dem ganzen Fleisch. Das war nichts, was wirklich fettarm war. Wirklich selbst der Reis. Naja, das wird gewesen sein, Leute. Haut rein. Peace.